Länder, Mana, Sumpf, Wald, Insel. Hallo, grüß euch und ein herzliches Willkommen hier bei mir auf meinem Kanal. Ich bin der McFishborn und ich spiele heute mal wieder einen Strixhaven Quick Draft. Freue mich, dass du dabei bist, dass ihr dabei seid auf jeden Fall. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Und ansonsten hätte ich jetzt gesagt, gehen wir ganz schnell in den Quick Draft, den schnellen. 5000 habe ich schon zahlt für den Quick Draft. Und ja, los geht's. So, da hätten wir jetzt schon mal die ersten Karten. Da sehe ich schon den Pestilenz Castle, eine Rare. Ist aber, glaube ich, jetzt so nicht die Karte, die ich zuerst picken würde. Nur weil es eine Rare ist. Und da gibt es, glaube ich, ein paar andere Sachen. Ein paar andere Karten, die besser sind. Unkündbare Tintenmagierin ist das mit die +1/+1 Marken, die dann Gegner einen Lebenspunkt verliert und selber kriegt man einen Lebenspunkt. Die ist, glaube ich, recht nett. Dann hätten wir hier die verschlingende Ranke, eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, fügt einer Kreatur oder deinem Blindswalker deiner Wahl, die beziehungsweise den du nicht kontrollierst, Schaden in Höhe ihrer Stärke zu. Die ist gut. Wenn die bleibende Karte, die du nicht kontrollierst, in diesem Zug stirbt, erhält man sogar 2 Lebenspunkte dazu. Die ist wirklich gut. Die würde ich sogar nehmen als erstes. Dann schauen wir noch. Hier haben wir noch die Rankenfalle, die mehr so Sideboard-Karte gut ist. Ein Silverkill Campus. Pauken. Pauken ist auch nicht schlecht. 4 Lebenspunkte und eine Lektion lernen. Oh ja, da können wir dann noch schauen, aber ich glaube, ich werde die verschlingende Ranke nehmen. Die verschlingende Ranke als erste Karte. So, was haben wir da? Der Funkenraub. Weiß-Schwarz, schicke eine bleibende Karte deiner Wahl mit Mana-Betrag 4 oder mehr ins Exil. Ja. Ist vielleicht keine so schlechte Karte. Der Professor für Kampfkunst, der ist auch gut. Zu Beginn des Kampfes in einem Zug erhält eine Kreatur deiner Wahl. Die du kontrollierst +1/+0 und Wachsamkeit bis zum Ende des Zugs. 4 Mana, 2/3 Kreatur, fliegend. Fliegende Kreaturen sind immer gut. Die Schlangenkurve hätten wir da dann noch. Prismari Campus, Quandrix Schwurmagierin. Die Quandrix Schwurmagierin. Ist halt die Frage, was nimmt man da? Böswilliger Peitschenhieb. Die nimmt man, glaube ich. Hm? Spontanzauber. Kann man sicher gut gebrauchen. Die kann man sicher gut gebrauchen. So. Was gibt's hier jetzt noch Schönes? Da haben wir die Quandrix Schwurmagierin wieder. Überwucherter Mauerbogen mit Lerne eine Lektion. Den kann man sicher spielen. Hm? Was gibt es denn da noch? Die Schildmagierin. Strudelläuferin. Gespenst der Sümpfe. Das ist auch gut. Ich glaube, ich nehme die Dings, den Mauerbogen, weil der kann eine Lektion lernen. Wenn wir in grün-schwarz bleiben, würde ich das natürlich so machen. So. Der polternde Kodi, der polternde Kodex. Du kannst keine bleibenden Karte-Zaubersprüche wirken, okay?
gefällt mir nicht so gut. Der gefällt mir nicht so gut. Zwang war er zum Beispiel nicht so schlecht. Der Quantrix Zauberlehrling, der ist gut. Immer wenn du einen Spontanzauber deiner Hexerei wirkst oder kopierst, schau dir die obersten drei Karten deiner Bibliothek an. Du kannst eine Länderkarte offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen und lege den Rest in beliebiger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Mangroven Grove. Wart noch die Rankenfalle nicht so. Lege 2-1-1 Marken Essenzfusion. Und da ist noch Wasserfall Luftakrobat. Ja, ich nehme mal den Dings, den Quantrix Zauberlehrling. Der gefällt mir hier, glaube ich, am besten, oder? Was macht die Talentprobe? Talentprobe neutralisiert einen Spontan oder einen Hexerei deiner Wahl. Durchsuche deinen Friedhof, die Hand und die Bibliothek deines. Seines beziehungsweise nach einer beliebigen Anzahl an Karten. Ein schickes ins Exil, der Spieler mischt und zieht dann für jede Karte auf diese Weise. Natürlich nein. Ab dem Zeitpunkt, wo der Gegner Karten zieht, die er dann. Da nehme ich lieber mal den Quantrix Zauberlehrling. Den Quantrix Zauberlehrling. So, da sehe ich eine Lektionskarte. Schicke als zusätzlichen Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken, eine Kreatur, die du kontrollierst, ins Exil. Schicke eine Kreatur, deinen Planeswalker, deiner Wahl ins Exil, mit der verschlingenden Ranke, also mit der überwuchenden Mauer. Ganz gut, dann hätten wir da noch Dings, den Augenkreischer. Alles nette Karten. Nehmen wir diese Lektion. Da sehe ich schon den Brackwasserstampfer, der mir auch sehr gut gefällt. Hätten wir da noch den Ehrentroll. Tödliches Gebräu. Jeder Spieler opfert eine Kreatur oder einen Planeswalker. Auch nicht schlecht. Aber nicht so gut wie der Brackwasserstampfer. Den Brackwasserstampfer. Brackwasserstampfer. Den kann man immer wiederholen. Biomathematiker. In der Biomathematik ins Spiel kommt, erzeuge einen 0-0 grünen und blauen Fraktalwesen-Kreaturspielstein. Lege jedes Fraktalwesen, das du kontrollierst, +1/+1. Wir haben aber da noch nichts mit Fraktalwesen. Ansonsten erzeuge einen 0-0 grünen und blauen. Wobei x gleich der Anzahl an Ländern ist, die du kontrollierst. So wird es eigentlich 6-6 Kreatur meistens, ne? Eine 6-6 Kreatur. So, lege 2-1-1 Marken auf eine Kreatur deiner Wahl. Sie hält Lebensverknüpfung bis zum Ende des Zugs. Ist dann Vision Sabata. Was nimmt man da? Nämlich die Essenzfunktion oder die Anrufung der Leylinie. Ich glaube, die Anrufung der Leylinie mal. Weil die nicht unbedingt gespielt wird. Und da hätten wir jetzt da Umweltwissenschaften, eine Lektion. Erhält 2 Lebenspunkte. Und man kann ein bisschen rampen. Das ist gut. Da hätten wir noch die skurrile Kolonie, der verstärkende Trank. Die Egelfanatikerin. Ich glaube, ich nehme die Lektion. Die kann sicher nicht schaden. So, was kann man immer brauchen. Vor allem, da hätten wir dann jetzt da wieder Parken. Parken. Du erhältst 4 Lebenspunkte dazu. Lerne eine Lektion. Oder die Egelfanatikerin. Über Kreaturen haben wir nur 3 Stück derweil. Nur eine 2-2 Kreatur.
Oder Pauken. Es ist schwierig. Die Rankenfalle nicht. Was haben wir denn da noch alles gehabt? Ah, ich nehm Pauken. Pauken hört sich gut an. Pauken hört sich gut an. Bibliplex Assistent. Da gibt's nichts mit Schwarz. Wenn der Bibliplex-Assistent ins Spiel kommt, lege bis zu einer spontan zauberte Hexerei-Karte deiner Wahl auf deinen Friedhof oben auf deine Bibliothek. Gehen wir den einmal da runter. Den nehme ich wirklich sehr gerne. Den nehme ich natürlich wirklich sehr gerne und da hätten wir jetzt dann noch neutralisieren oder den Zwang einmal. Nehmen wir den Zwang. Da hätten wir dann so 1-1 Marken. Okay, gut. Ist noch ein Brackwasserstampfer. Da lächelt er mich an, der Brackwasserstampfer. Eine gute Karte, die gefällt mir. Die gefällt mir, der Brackwasserstampfer. Was kannst du opfern? Eine Kreatur zusätzlich kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken. Erzeuge X11 schwarze und grüne Schädlingskreaturspielsteine. Okay. Kann man spielen, wobei. Entdeckt derweil. Ja, vielleicht kommt sie noch. Planeswalker Kasmina. Sehe ich jetzt da gerade. Jeder andere Planeswalker, den du kontrollierst, hat Loyalitätsfähigkeiten von Kasmina, weil sie des Enigmas. Plus 2 Hellsicht 1, minus X erzeuge. Einen 0-0 grünen und blauen Fraktalwesen Kreaturspielstein. Ich glaube, da bleibt uns nichts anderes übrig, dass wir die Kasmina nehmen. Die müssen wir nehmen, oder? Ich glaube, ich muss die weh. Ja. Gibt's der Bockwurm? Der Bockwurm der Bücher, der Bockwurm macht Bock. Der Bockwurm macht Bucks. Oder so irgendwie. Ich würde sogar den Bücherwurm nehmen. Warte mal. Du machst immer, wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst oder kopierst, lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Ist auch nicht schlecht. Entschiedene Ablehnung. Wenn wir Kasmina spielen. Quandrix Zauberlehrling. Ist schwierig. Schwierig, schwierig. Dann gibt es auch noch eine Lektion. Da gibt es ein Gespenst der Sümpfe. Was nimmt man denn da? Den Bücherwurm. Der kommt ins Spiel. Man erhält 3 Lebenspunkte und zieht Karten. Der macht nur. Der kostet aber 8. Nimm den Bücherwurm. Ich nehme den Bücherwurm. So, Schädlinge versorgen. Verteidigung des Campus. Ansturm der Magierjäger. Das nehmen wir.
So ein gutes Removal, das ist auch eine gute Karte. Aber ich nehme das Removal da, Ansturm der Magier. Was kannst du? Die Inquisition, ein Spieler deiner Wahl zeigt die Karten auf seiner Hand offen vor. Du bestimmst davon eine Karte mit Mana-Betrag 3 oder weniger, die kein Land ist. Der Spieler wirft die bestimmte Karte ab. Ja, ist ja wie Zwang, ne? Da gibt es noch einen Ansturm der Magierjäger. Wahnsinn. Und dieser Zauberspruch kostet beim Wirken zwei weniger, falls du in diesem Zug Lebenspunkte dazu erhalten hast. Zerstöre eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist. Der Speer der Sterblichkeit ist natürlich besser. Kreaturen gibt es ja da sowieso keine. Mana Fixing, also Silver Kill Campus, braucht man da jetzt nicht unbedingt. Die Silver Kill Schwurmagierin. Ja. Ja, eine Kreatur wäre eine Kreatur gewesen. So. Da sehe ich schon die Blutforscherin, die passt eigentlich ganz gut. Aber da sollten wir halt Lebenspunkte dazu kriegen. Achso, ja, mit Pauken und so geht das dann eigentlich. Blütenschwelk, Schwurmagier. War halt super, wenn wir den auch noch kriegen. Könnten dann. Aha, Erlebnis ist auch noch da. Das brauchen wir aber nicht. Das passt irgendwie nicht dazu. Das göttliche Gambit, das werden wir natürlich nicht nehmen. Das gefällt mir nicht. Gedankenaussetzer, ein Spieler deiner Wahl wirft zwei Karten ab, schickt dann alle Karten aus dem Friedhof des Spielers ins Exil. Was haben wir denn da? Jeder Spieler verliert zwei Lebenspunkte, du ziehst zwei Karten. Durchsuche deine Bibliothek nach einem Waldstandard. Land bringe sie getappt ins Spiel und mische danach. Ich glaube, ich nehme aber das gerade den Quantrix Campus. Weil wenn wir Casimina spielen wollen, war der Campus sicher keine so schlechte Idee oder irgendwie was anderes. Na, der Quantrix Campus ist schon ganz gut. Der passt eh auch rein, der passt. Fliegend und Todesberührung, Nadeldorns Gehader. Ich glaube, ich nehme den Dings, den Lehnsmannen Kerwin, der gibt uns zwei Lebenspunkte. Ach ja, da ist ein Blütenschwelg-Schwurmagier. Tödliches Gebräu. Eine Lektion. Ich glaube, ich nehme den Blütenschwelg-Schwurmagier. Der Blütenschwelg-Schwurmagier gefällt mir. Bibliplex-Assistent, Egelfanatikerin, Essenzfusion, lege 2-1-1 Marken auf eine Kreatur deiner Wahl. Nehmen wir mal die Dings, die Fanatikerin. Gespenst der Sümpfe. Kriegt man Lebenspunkte dazu. Der fliegt außerdem. Und da ist irgendwie Anrufung der Leylinie. Schädlinge versorgen, ja, das können wir auch mit reinnehmen dann eigentlich. Das passt eigentlich. Schmerzvolle Reue oder Quadrieren. Eine Kreatur deiner Wahl hat Basisstärke. Standskraft 4-4 bis zum Ende des Zugs. Ich nehme die schmerzvolle Reue da in das Side. Der Spieler verliert zwei Lebenspunkte. Sie ist weg. Gut. Dann haben wir da jetzt noch das dritte Back. Das dritte Back. So, wie viele Kreaturen haben wir? 11 Kreaturen, ist ja schon recht nice. Blütenwelk, Schwurmagier.
Ich sehe da aber Durchfallen. Durchfallen ist gut. Göttliches Gebräu. Vielversprechende Dämmermagierin. Das ist mehr so ein Build-Around, hm? Glaube ich. Blütenwelk, Schwurmagier oder ich nehme das Durchfallen. Durchfallen gefällt mir. Das Durchfallen gefällt mir. Kultivieren. Kultiviert. Oder einen Blütenweltcampus. Ja, der Gefäßausbruch, warte mal. Wie viele Lektionskarten haben wir denn da jetzt da eigentlich schon? Ja, es wird auf jeden Fall kultiviert. Kultiviert auf jeden Fall. Erzeuge einen 1-1 schwarz und grünen Schädlingskreaturspielstein mit Lerne eine Lektion. Da ist sonst noch irgendwas drinnen? Ne, Silverkill, Zauberlehrling. Nehmen wir mal das, die Exemplare sammeln. Opfere eine Kreatur oder bezahle 3 als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken. Blütenschwelg Magier. Ich glaube, ich nehme den Mangraufen drauf. Dann schauen wir, was noch so kommt. Da gibt es schon wieder Exemplare einsammeln. Ein Spieler deiner Wahl verliert 2 Lebenspunkte und du hältst 2 Lebenspunkte. Und Sturm. Sturm ist das mit dem Kopieren, oder? Gibt es noch so ein Gespenst der Sümpfe, aber ein drittes, glaube ich, werde ich sicher nicht spielen. Den Magierjäger. Immer wenn ein Gegner einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkt oder kopiert, verliert er einen Lebenspunkt. Ich glaube, ich nehme das Exemplare einsammeln noch. Da gibt es einen Campus, da gibt es einen Seziranfänger. Professors Warning. Groß aufspielen, eine Kreatur deiner Wahl erhält. Plus 2 in Reichweite bis zum Ende des Zugs, lege eine 1-1 Marke auf sie. Ja, Professors Warning oder spontan, aber mit Reichweite. Ich habe 2 Flieger, aber ich nehme das Dings Professors Warning. Noch so ein Gespenst der Sümpfe. Ein Gespenst der Sümpfe. Westwindstiefeln. Westwindstiefeln, die ausgerüstete Kreatur hat Flugfähigkeit. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, ziehe eine Karte und wirft dann eine Karte. Ist, glaube ich, besser als Gefäßausbruch, wo man da, wobei man das sicher ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl würde ja sehr gute, ja, sicher eine gute Sideboard-Karte. Wie viele Kreaturen haben wir? 12. Nehmen wir mal die Stiefeln, da ist schon wieder so ein Gespenst der Sümpfe. Und da ist so ein Blütenwelt Campus. Gut. Blütenwelt Schwurmagierin oder vielversprechende Dämmermagierin. Was ist da jetzt da besser? Ich glaube, der Blütenschwelg. Schlangenhautschleier. Nee.
Auch noch ein, zwei Kreaturen vielleicht. Gefäßausbruch. Ja, das nehmen wir da jetzt damit in das Sideboard. Professors Warning. Die Bogengang-Allmende kommt getappt ins Spiel. Wenn die Bogengang-Allmende ins Spiel kommt, opfere sie, es sei denn, du bezahlst eins. Das nehmen wir auch. Können wir auch blaues Mana erzeugen. Und da ist eigentlich jetzt der Wurscht, was man da nimmt. Und na, noch ein Gefäßausbruch. Nehme ich. Den Gefäßausbruch, den nehme ich. So, das war er jetzt da. Fast fertig. 44 Karten, 4 zum Cutten oder vielleicht noch ein bisschen was zum Tauschen. Das mache ich jetzt noch geschwind und dann sehen wir uns gleich zum ersten Game. Ich hoffe, das dauert nicht zu lange. Auf jeden Fall, bis gleich. So, da bin ich wieder. Das ist das fertige Deck. Natürlich Special mit einer Karte mehr. Und ich glaube mal, so können wir das Spiel noch ganz kurz. Länder schauen. 16, 14, 5 und 7. Wir haben 8 Schwarzes und 5, 6, 7. Grünes. Genau, aber die werden ja nicht als Länder, als Standardländer gezählt. Genau, nochmal 7, 8 schwarz. Sagen wir 9 mit dem Bogen Allmende und 5, 6, 7. Also 9 schwarz, 8 grün und 3 blau. Jo. Kasmina braucht blau. Ja, das werden wir doch finden. Gut. Wir sehen uns gleich zur ersten Starthand. Spaghettios ist unser Gegner, unser erster. Der darf auch zuerst anfangen und wir haben hauptsächlich nur Grün. Igelfanatikerin, wenn wir schwarzes Mana ziehen würden, war das super. Sollten wir doch irgendwie zusammenbringen, weil wir mehr Schwarz als Grün haben. Grün haben wir schon auf der Hand. Wir sind on the draw, wir werden ja doch hoffentlich noch ein Manalein ziehen. So. Ich sehe nämlich, wir haben eine 41%ige Chance, Mana zu ziehen, also ein Land zu ziehen. Wow, Gegner geht auf einen Mulligan, okay. Macht dann Mulligan auf die Egelfanatikerin. Schwarzes Mana bitte. Oh Gott. Dreifärbig. Mana bitte. Die Prozentchancen, die steigen, ein Land zu kriegen. Gegner hat nur zwei Handkarten, vier Mana und sonst nichts.
5 Mana. Noch ein Egelfanatikerin, okay. Es war sicher kein guter Zug. Hätte, glaube ich, den Dings, den Kerwin spielen sollen. Lebenspunkte und. Oh mein Gott. 4, 5, 6, 7. Nehme ich die 7 Schaden? Ich glaube, ich nehme die 7 Schaden. Ausrüsten kostet 2. Da wird zwar alles kaputt von uns. Gegner hat 45 Leben. Zwei, vier, fünf, sechs. Ja, cool. Nice. Thanos Fox, der Gegner. Wir dürfen zuerst auffangen. Wir haben blau, nicht blau, schwarz und grün haben wir auf jeden Fall. An Mana, wir werden doch ein bisschen Mana noch nachziehen. Wir behalten die Hand. Und die Hand. Ich spiele mal ein schwarzes Mana aus. Ein Sumpf. Ja, schaut natürlich jetzt nicht gut aus. Two-Drop, Mana. Mana war grad super. Die Egelfanatikerin. Ich mag das gar nicht, wenn man kein Mana zieht, nachher zwei Mana auf der Hand und dann eine wissbegierige Dingsbums. Ich brauche Mana.
Das hat mein Paladin immer gesagt in Diablo 2. Ich brauche Mana. Ich brauchte auch Mana. Ach Gott. Und jetzt ist das Internet kaputt, oder was? Na, Gott sei Dank nicht. Ja, dann. Das ist unglaublich. Ich sehe schon wieder, dass ich einen Blödsinn gemacht habe. Das hätte ich vorher machen sollen. Das hätte ich schon in meinen vorigen Zug machen sollen. Jetzt hat er sicher irgendwas. Na, hat er doch nichts. Mana! Ich brauche Mana! 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 Länder, Mana, Sumpf, Wald, Insel. So, unsere Starthand. Gegner darf zuerst anfangen. Wir haben aber 4 Mana. Und das ist gut. Und die behalten wir uns. Die Hand. Dann spülen wir mal die Stiefeln aus. Vier Mana ist okay. Ja, schau, da kommt ja noch ein Mana, das wir brauchen. Den Bogengang Allmende können wir auch gleich spielen. Ich glaube, das ist auch eine recht nice Karte. Den Blütenweltkampf. Jetzt kommen die ganzen Manas rein. Jetzt kommen die ganzen Manas rein.
Angriff mit allen. Fliegers Abwehr, ne. Ah, spielen wir den. Wie ist das? Kommt getappt ins Spiel, auf die Hand zurück, nur falls du in diesem Zug Lebenspunkte dazu erhalten hast. Ja, machen wir Zug beenden. Dann können wir als Blocker verwenden. Da können wir ja blocken ein bisschen. Ich erhalte einen Lebenspunkt dazu. Okay. Kostet dann 5, gell? 1, 2, 3, 4. Spielen wir den Campus. Was machst du? Der verdoppelt die Dings, die. Verdoppelt bis zum Ende des Zugs die Widerstandskraft des verwegenen Verstärkers. Zauber, okay, warte mal. Eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, fügt eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl. Stärke zu, okay. Dann machen wir das so. Dann kriegen wir 2 Lebenspunkte jetzt dazu. Und die Mauer rüsten auch aus. Okay. Und Angriff bringt mir nichts. Okay. Jetzt ist der Gegner wieder dran. Wenn man ein bisschen mehr Mana hat, geht es auf jeden Fall leichter zum Spielen. Ja? Aufnahme. Erzeuge ein Mana einer beliebigen Farbe. Opfer des Aufnahmeschreibens hier eine Karte. Okay. Ein Lebenspunkt. Das kostet dann 6 Mana jedes Mal, gell? Gespenst der Sümpfe. Ja, wenn man 6 Mana hat, ist das auch okay. Dann ist das alles voll okay. Ja, tun wir Zug beenden. Da haben wir nämlich, glaube ich, eh keine Chance. Oh, ich hätte mit einem 5-5er angreifen können, aber dann hätte er wahrscheinlich mit irgendwas blocken können. Vielleicht hat er einen Trick auch auf der Hand. Und ich finde jetzt auch nicht, dass die Kreaturen so stark sind, die der Gegner hat.
Die ökologische Wertschätzung, das ist doch das mit dem nach vier Kreaturenkarten in der Bibliothek und deinem Friedhof. Ach so, na, die habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Die habe ich. Ein Gegner bestimmt zwei Karten. Mische die bestimmten Karten deiner Wahl und bringe sie den Rest ins Spiel. Schicke die ökologische Wertschätzung ins Exil. Ja, dann her damit. Bestimme zwei Karten, die in die Bibliothek deines Gegners gemischt werden sollen. Ich hätte vielleicht mit dem Brackwasser-Dingsbums angreifen sollen, ein paar Mal haben. Okay, soll mal recht sein. Ah, hab ich jetzt doppelt drückt, gell? Da habe ich jetzt doppelt gedrückt. Eigentlich finde ich die Karte arg, die zeigt nämlich dann andere Kreaturen, die man im Deck drinnen hat. Also halbes Hellsicht-Zeugs für einen Gegner. Ha? Mage-Duell, okay. Was haben wir denn da jetzt da noch? Der macht dann 3, 4, 5. Soll man angreifen oder soll man nicht angreifen? Hat er einen Blocker? Hat er keinen Blocker? Okay. Zug beenden. Ziehe zwei Karten, du kannst Länderkarten aus der Hand ins Spiel bringen. Okay. Nice.
Angriff! Ach so, shit, bin ein Düdel. Bin ja dumm. Warum mache ich denn das? Und da ich der Bockwurm. Unser bester Freund, der Bockwurm. Voll verschluckt am Wasser. Dragon's Guard Elite, okay. Wow. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ja, da kann ich nicht angreifen. Da muss ich dann, weiß nicht, blocken oder so. Jetzt steckt das Verschluckte da auch noch im Hals drinnen und stört. Oh mein Gott. Mana-Probleme. Verschluckt habe ich mich.
Es kann gar nichts. Angriff mit allen. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Blocken muss ich auf jeden Fall. Nur die Frage ist, wie blocken? Kill inner show oder show. 3, 4, 3, 6, 7, 8, 9. Das habe ich jetzt übersehen. Hätte ich das blockt, hätte ich zumindest noch einen Lebenspunkt gehabt. Ja, schade. Okay. Schauen wir uns hoffentlich nicht das letzte Game an. Bis gleich. Butterchicken. Butterchicken. Butterhühnchen. Butterhändl. Spült gegen uns. Okay, das Butterhändl spült gegen uns. Was machen wir da? Wir haben leider kein grünes Mana. Behalten es uns trotzdem. Ich spiele nochmal das Blaue aus. Die Westwindstiefeln. Die ja recht nett sind, die Westwindstiefeln. Cultivate, das ist ja mal auch eine nette Karte. Jetzt spielen wir mal Pauken und lernen eine Karte. Umweltwissenschaften. Das ist, glaube ich, die Umweltwissenschaften können wir auf jeden Fall spielen. Wir brauchen, ja, grünes Mana. Das ist einmal fix. Dann können wir Cultivate spielen und dann haben wir schon 5 Mana. Ja, den Kollegen kennen wir ja doch, oder? Von irgendwo. Was nehmen wir denn da? Ja, einmal schwarz, einmal grün. Bringe eine Karte. Bringe eine Karte ins Spiel. Okay. Ja, das hätte ich anders machen sollen. Ach ja. Das hätte ich anders machen sollen. Ja. Das machen wir so und dann, ja. Schade. Oh, Kasmina kann ich jetzt gar nicht spielen. Aber das macht nichts. Aber wenn wir die Stiefeln ausrüsten, haben wir dann eine fliegende Blutforscherin. Ich glaube, ich spiele da ein bisschen was falsch. Ha? Das habe ich mir fast gedacht. 2, 4, 5, 6. Wir haben noch eine Blutforscherin. Okay. Wir haben zu wenig Mana, ha?
Oh, da gibt's Lebenspunkte. Das heißt, das sind jetzt 6 Schaden. Das kann ich nicht verteidigen. Okay, dann spielen wir jetzt da das. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, eigentlich hätte ich angreifen auch können. Ich sehe schon, das Deck ist nicht so gut. Und meine Spieldingsbums. Die ersten zwei Matches, Mana. Mana-Probleme gehabt. Na geh, okay, was ist denn das jetzt da? Schau mal, ich hab schon geschrieben, gutes Spiel. Er schreibt immer schön, schön, schön. Ich schreibe gutes Spiel zurück und naja. So sind die Gegner. Sind nicht nett, aber ja, was soll's. Was soll's. Gut, das war Mist. Das ist einfach Mist gewesen jetzt, ne? Alles. Alles Mist. 1, 3. Holen wir uns den Preis ab. 100 Gems. Strixhaven-Paket, also Booster-Päckchen und ja, dann gehen wir mal Dings, machen wir Booster-Packerl auf, ja. Dann schauen wir mal, was wir da drinnen haben. Wille der Götter, von vorne anfangen. Bestimme eines von vorne, ah, das haben wir schon mal gehabt. Wille der Götter, eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, erhält bis zum Ende des Zugs Schutz vor einer Farbe, die du bestimmst, hält sich dein Flur nicht. Das ist nett auf jeden Fall. Wachstumssequenz, verwesender Garok hätten wir da noch, Nadeldorn Skeada, zeitloser Hüter und Aufstieg des Extus. Das ist auch eine gute Karte. Und da hätten wir jetzt noch den, Felomachos Kundort, Kundhort. Da hortet irgendwas, oder? Naja. Eine legende Kreatur ist ein ältester Drache und fliegend Wachsamkeit. Eile, 5-5, kostet 5 Mana, ein rotes und ein weißes. Und immer wenn Velochmachus Kundhort angreift, schaue dir die obersten 7 Karten deiner Bibliothek an. Du kannst davon einen Spontanzauber oder eine Hexerei mit Mana-Betrag kleiner oder gleich der Stärke von Velochmachus Kundhort wirken, ohne seine bzw. ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Ja, nice. Gut, ja. Sorry, dass halt leider nicht mehr worden ist. Tut mir leid, ganz einfach. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, Daumen hoch, Abo, Like oder so. Über das würde ich mich auf jeden Fall heute freuen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis bald, Baba. Pfiat euch.